Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Ich spiele heute mit euch das Spiel Savage Lands. Ich hatte es schon mal gemacht auf meinem Kanal, 1, 2, 3 Folgen. War mehr geplant, ist nichts geworden. Jetzt habe ich mit dem guten Schlaraffen-LP mehrere Folgen aufgenommen schon. Wir werden aber noch ein paar weitere auf jeden Fall hinterher schieben und das Spiel mal so auf Herz und Nieren testen, zusammen ausprobieren und craften, was das Zeug hält. Ja, ich will euch nicht ganz so lange langweilen mit meinen Vorgeplänkel. Schaut in der Beschreibung, da findet ihr den guten Schlaraffen-LP. Er ist auch ein YouTuber. Wir sehen uns dann jetzt im Video. Los geht's. Play Game. So Leute, und damit herzlich willkommen aus so einer extrem kalten Insel. Mit dem 3-2-1 Spiele. Hallo. Er ist mit am Start. Die Umfrage hat es ja ergeben. Wir sind hier nämlich in Savage Lands, so wie ihr es euch gewünscht habt. Und ich heb jetzt übrigens dann schon den Kram auf. Ne? Ich auch. Ich auch. So. Hier liegt nämlich seit ein paar Patches, ich weiß nicht genau wann, es wurde ja viel gemacht. Ich habe es eine Weile nicht mehr gespielt, weil ich gewartet habe. Naja, ich auch. Und darum weiß ich jetzt nicht genau, was ich alles. Also der letzte Stand, den ich hatte, halt war irgendwie, da haben sie einen Bogen eingefügt und das war schon übel cool. Ja, ich habe gar keine Informationen, ehrlich gerade. Ich bin aber ganz neugierig, was wir erleben jetzt. Grafisch sieht es einfach nur geil aus. Ja, wir haben halt, wie gesagt, einfach nur das Pech, dass es halt gerade nachts war. Ich weiß nicht, ob das Standard ist mittlerweile, also dass du nachts spawnst. Normalerweise, ich habe das Feuer gefunden. Mir ist immer noch kalt. Du hast doch deinen Todespunkt, den siehst du doch noch, oder? Ja, aber ich habe die Kleidung gerade aufgenommen, die du vorher verloren hast. Weil wir sind schon einmal gestorben, aber ist ja okay, ich habe ja da an dem anderen Punkt habe ich ja Kleidung gefunden. Also ich bin quasi, wenn du rechts den Strand hochläufst, in 120 Metern, und habe hier direkt ein Lagerfeuer gefunden, das ich uns mal anmachen würde. Oh, dann. mach's an, mir ist eiskalt. Ach, 26, da bist du schon. 26%. Oh, hallo. So, eine Axt hast du schon gefunden, ne? Habe ich eine aufgenommen? Nein, da lag keine. Aber ich habe da hinten meinen Punkt, der ist nur 160 Meter weg. Dann kannst du das schnell anmachen, damit mir warm wird? Ich bin dabei. Ich kann leider nicht helfen. Aber nicht zu dicht dran stellen, sonst wirst du abgefackelt. Ehrlich? Oh. Temperatur. 19%. Oh, das geht aber langsam. 20. Ja, ja. Naja, nachts ist halt noch kälter als tagsüber. Mhm. Logischerweise, sei froh, dass kein Schneesturm ist. Schau mich mal an, wie du aussiehst. Da sieht ihr, ja. Oh, die, hast du Training gemacht? Nee, ich habe einfach nur ums Überleben gekämpft. Aber ist so ähnlich. Okay, ja, das ist. Im Grunde macht man dasselbe. Rennen, Klimmzüge und. Was man halt so braucht. Wölfe erwürgen. Mache ich im Fitnessstudio auch immer. Wölfe erwürgen. Beste Arm, Bizeps-Training. Ach, das ist normaler Alltag. In Person, der 3-2-1-Spiele. Wir haben uns gefunden am Lagerfeuer. Also suchen muss man sich nicht lange. Das ist schon mal cool. Das ist richtig, ja. Da gibt es andere Geschichten. So, zur Erklärung für alle, die es nicht wissen. Lagerfeuer ist klar, ne? Feuer macht warm. Das muss ich euch nicht erklären. Oben rechts haben wir eine Liste mit, ich sag mal so Startquests, die einem so grundlegend erklären, die ersten Schritte, was man machen sollte, um vielleicht Tag 2 auch noch zu überleben. Ich mach mal Bandage. Find a Weapon habe ich jetzt schon. View your Inventory. Auf I ist easy. Oh, ich habe Fleisch. Wo habe ich das denn her? Ja, das ist Startfleisch, glaube ich. Das bekommst du. Habe ich auch. Startfleisch? Geräuchertes oder getrocknetes Fleisch. Irgendwie sowas. Ein Apfel, einen blauen Apfel, sag ich schon. Einen grünen Apfel und einen roten Apfel. Und einen Sack habe ich auch noch. Das Gelbe ist übrigens Essenanzeige, ne? Oben links. Also oben links hast du den blauen Balken, ist die Temperatur. Rot ist, wenn du aufs Maul kriegst, geht er drunter, also Schaden. Und gelb ist Happa Happa. Ich habe den Server so auch PvP eingestellt, also wir können uns auch wemsen. Bam! Oh, das ist cool, ja. Dann Bam. Komm mal her, lass mal zeigen, wie das geht. Hau mal, guck mal, sieht man das, wenn ich hau? Man sieht das, wenn du haust, ja. Hier, nimm die Schurke. Linke Haken, rechter Haken, linke gerade, rechter Haken. Nice. Ja, ich hab. Du wirst in den Ring. Kung Fu gemacht. Ich renne mal ganz kurz noch 150 Meter in der Richtung, hol mir die Axt, die da lag. Mach das. Bevor ich mir eine hier basteln muss. Ich hoffe, die Sonne geht leer auf, ey. Das sieht so aus, ob die gar nicht aufgehen würde. Da hinten ist ein orangener Streif am Horizont, aber der ist irgendwie die ganze Zeit schon da. Ja. Ich glaube, von dem darf man sich nicht irritieren lassen. Der ist bestimmt aufgemalt da hinten. Ist immer da. Ich gebe gerade Vollgas. Ich bin voll lahm, ey. Das Gute ist, ich kann hier nebenbei schon mal ein paar Bäume fällen. Vielleicht können wir dann ja schon was anderes Cooles machen. Ja, Ziel des Spiels ist Überleben und ein bisschen aufbauen. Man kann. Lol. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, chop down 2 trees. Gut funktioniert. Wo ist mein Loot? Ich sehe nicht mein Loot. Ich glaube, ich habe keinen mehr. Oder ist das da hinten? Weil, wie gesagt, wir sind einmal gestorben. Schon, weil wir sind, genau. So lahm waren am Anfang. Wir sind jämmerlich erfroren. Ja, ich sehe dein Feuer bis hier. Also ziemlich cool gemacht.
dich nicht bis hier. Also meiner müsste hier liegen, er ist nicht mehr da. Diese Marke eigentlich auch irgendwie weg? Oder muss ich da erstmal hingehen und gucken? Und ich sag nicht, das sind meine Leichenteile jetzt. Aber ich habe ja noch nichts gehabt, ich war ja nackt. Bin ja nackt gestorben. Ja eben, ich hatte ja auch nichts. Das ist ja das, was sowieso da rumliegt eigentlich am Start. Dann was ja neu ist, weil früher hast du halt wirklich nichts gehabt, ne? Ja. Da musstest du am Strand rumrennen und Steine sammeln, damit du den Axt zusammenbauen kannst. Und jetzt hast du normalerweise eigentlich eine gleich da rumliegen. Ich habe aber keine, du musst mal eine craften. Vielleicht hast du, ja gut, ich bin ja gerade schon am, ich guck mal. Woodstick, wie wär's denn damit? Ich will eine Axt. Crude Stone Hatchet. Da hab ich 4 von 0, 2 von 0 und eine Sehne bräuchte ich. Da müssen wir uns erstmal aufleveln hier, ey. Könnte ich reparieren und hier kann ich die bauen. Ah, hier kann man reparieren. Ja, das ist schön. Das ist auch neu, das ist aber auch gut so. Oh, Feuer. Schön warm. Crafting. Hast du Sticks? Ich könnte Sticks machen. Das wäre cool. Im Grunde schon. Ich brauche einen Woodlock, ich brauche einen Lederhide, oh Gott, einen Stone und einen Sinev. ja, dann müssen wir irgendwas töten. Scheiße, das ist aber viel, was wir dafür brauchen. Ich kann ja nichts töten, ich kann es nur boxen. Weil, ja, das ist, Leder und Sehne kriegst du halt von so einem Hirsch, zum Beispiel. Hier rennt ein Hirsch rum und den machst du kaputt und dann gibt er dir das. Also nicht freiwillig, aber er ist... Er opfert sich. Für die Gemeinschaft. Mit der richtigen Argumentationskunst, kann man ihn überzeugen. Mit einem K.O.-Kriterium sozusagen. Okidoki. Ich fühle mich so nackt. Ich sehe gerade gerne. Ich habe halt auch Angst. Na, dann bleib du mal beim Feuer und ich nehme meine gar mächtige Streitaxt. Mhm. Gehe mich kurz ins Landesinnere und schau mal, ob hier was... Das Erste, was ich treffe, ist doch eh so ein Kackwolf. Ich weiß es jetzt schon. Ja, die haben mir auch schon Freude bereitet. Die jaulen halt die ganze Zeit. Aber du kannst immer noch die untere Leiste als Lagerplatz benutzen. Das ist auch ganz praktisch. Das stimmt. Was ich halt nicht weiß, ist, ob dieses Wolfsgeheul jetzt eigentlich nur so ein Geräusch für die Nacht ist oder ob das wirklich sagt, da ist ein Wolf in der Nähe. Ich weiß es auch nicht. Ich finde es sehr gruselig. Und ich finde doof, dass man die ganze Zeit sieht, dass man in 146 Meter gestorben ist hier. Das nicht weiter. Nicht weg, wenn du mal da warst. Warst du bei deiner Leiche? Aber ich wollte nicht ins Wasser rennen, deswegen. Das ist ja noch kälter. Ach so, dann. Ja. Naja gut, dann haben wir wenigstens mal einen Punkt, der uns sagt, wo das Wasser ist, ne? Mhm. Das Meer. Es ist ein Orientierungspunkt. Sagen wir einfach, da ist Norden. Alles klar, das ist unser Norden. Da ist Norden. Ich finde es aber ein bisschen blöd, dass ich mir nichts bauen kann, ne? Du hast jetzt, wenn du jetzt keine Axt hast, echt die Arschkarte. Aber ich frage mich ja, warum du da keine gefunden hast. Ja? Ich hätte da eine liegen müssen. Weit gekommen bist aber nicht. Nö, ich trau mich halt nicht. Ich will auch nicht so weit weg, weil wenn es dann kalt wird langsam und das Feuer so weit weg ist, ist es doof. Wobei ich glaube, ich sogar genug. Warte mal. Ich laufe mal ein bisschen am Strand lang. Mal schauen, ob ich da noch was finde. Also die Anzeige da oben, die blaue und Lebensenergie und Magen und was, das sieht schon ganz geil aus. Ein bisschen eklig. Ja, ne? Ja. Vor allem, weil das Gehirn halt quasi direkt über dem Herz ist, das sich um den Magen schlingt. Der perfekte Mensch, ne? Der ist quasi in die Waschmaschine gekommen oder so. Oder er hat die Hauptrolle bei Saw gehabt. Jo, ey, ein halbes Haus steht hier. Was? Es waren mal Menschen hier. Wo bist du? Ich bin nur ein bisschen weiter links vom Feuer gelaufen. Okay. Und hoffe, dass hier irgendwo was liegt am Strand, aber da findet man einfach nichts mehr hier. Das ist doch... Bisschen blöd, ne? Also wir könnten da echt ein bisschen Holz rumliegen lassen. Aber wenn wir erstmal eine Axt haben, dann läuft es. Ey, ein Drachen! Da hinten fliegt ein Drachen. Hast du ihn gesehen? Ja. Ach da, ja. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile was macht. Früher war er nur zum Fliegen da, dann hat er irgendwann angefangen Feuer zu spucken. Vielleicht ist er ja mittlerweile wirklich so drauf und kommt ab und an mal vorbei und frisst uns, wenn er Hunger hat. Ehrlich, eine Axt? Warum? Oh, na guck, ist doch gut. Und das ist geil, damit habe ich wieder eine Quest erledigt. Find a weapon. Gut. Eigentlich ein Werkzeug, ne? Aber man kann alles zweckentfremden, ist in Ordnung. Okay. Wir sind Menschen, wir machen sowas. Ja, sicher. Ich hab eine Axt. Die da, Grillkohle, ab ins Gesicht damit. Funktioniert gut. Was hat die gemacht? Was, die Axt? Grillkohle. Ja, weiß ich nicht, ist mir gerade so eingefallen. Weil Sommer kommt und so. Da wird gegrillt. Ich bin wieder am Feuer. Wenn du was gefunden hast, ist ja alles gut. Ja, ich hab's geschafft.
Dann esse ich mal ein Fleisch aus der Hand. So. Hast du das mal in die Hand genommen, das Fleisch? Nein. Ich fäll gerade einen Baum. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach so ein riesen Klumpen Fleisch in der Hand. Früher war der noch größer, da hat er einfach so die Finger durchgespießt, um es festzuhalten. Ja, das ist aber auch eine Methode, oder? Wow, komm zurück. Das ist vor allen Dingen reichlich, ne? Ah, 10% noch. Nee, gut, wenn du... Ja, obwohl Kälte ist schon ein bisschen gefährlich. Ist schon krass kalt, das Spiel. Also, das erinnert mich so ein bisschen an Long Dark, aber... Echt cooles Spiel. Aber man erfriert ja noch schneller. Hallo. 3%? Was habe ich gemacht? Boah, das war aber jetzt echt knapp. In Schnee gewartet, ne? Ich bin einfach nur gesprungen. Mir wird kälter, wenn man springt. Ich müsste mir da wärmer gehen. So, jetzt guck ich mal, wie das aussieht, wenn man das in die Hand nimmt. Das sieht aber lecker appetitlich aus. Ich esse direkt mal eins. Guten. Also, rein strategisch würde ich sagen, lass uns doch so vorgehen, dass wir uns wirklich hier direkt am Strand in der Nähe der Spawnpunkte unser erstes Lager aufbauen, um uns ein bisschen aufzurüsten. Ja. Und dann können wir ja weiter ins Lager, weil je weiter wir reinkommen, desto gefährlicher wird's halt, ne? Bin ich dafür. Ja, hier bist du schon ziemlich sicher am Anfang, ne? Könnte man nämlich gleich mal irgendwo einfach nur so ein billiges Dings hinbauen. Was passiert denn, wenn ich die rauswerfe hier? Oh, was hier zum Beispiel? Hier. Ja, dann liegen sie da. Siehst du dies? Und rollen. Oh, ein kleines Häuslein willst du hier gleich hinsetzen. Wenn du J drückst, ja, das ist die kleinste Hütte eigentlich, die man bauen kann. Oh nein, ich habe jetzt wieder eine... Collect 6 Logs. Ich habe 3 geschlagen, habe die 2-mal aufgenommen und habe dann jetzt 6 Logs aufgenommen. Du hast das System betrogen. Hast du das schon gesetzt, das Ding? Das System aus. Das ist jetzt die Blaupause, genau. Die steht hier rum und da können wir dran bauen. Oh, guck mal, zu zweit. Man kann die auch kaputt machen, wenn man drauf baut. Tu's nicht. Achso, oh. Den hast du da reingesetzt. Okay, das. Tu's nicht, das arme Haus. Ja. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal dahin, oder? Ja. Ja, das sieht gut aus. Gefällt mir optisch. Auf was findest du halt die ganzen Sachen, die du so also grundlegend mal bauen kannst? Die Quests. J ist bei mir die Quests. Achso, hier oben sind ja auch noch die Reiter, stimmt. Aber den Bogen finde ich nicht. Gott, warum wird mir denn immer kälter, obwohl ich am Feuer bin? Ich mir auch. Den Bogen findest du unter K, da kannst du dir detaillierter reingucken. J ist halt so ein bisschen die Grundlagen und K ist der richtig coole Scheiß. Ein Knüppel mit einem Nagel durch, ein Hammer. Ich habe gar keine, ich habe Pfeile, aber wo ist denn meine Schusswaffe? Keine Axt. Dann musst du wahrscheinlich erst andere Sachen bauen, um die freizuschalten. Ja, was ich hier gerade sehe, ist, dass die ganzen Sachen... Also vorher war das so, du hast einfach alles angezeigt bekommen. Mhm. Und dann stand bei manchen Sachen mit bei, braucht eine Schmiede. Dann musste man sich eine Schmiede bauen, das ist auch ein Haus. Und dann konnte man das halt in der Schmiede bauen. Jetzt ist es ja vielleicht so, dass du erst eine Schmiede bauen musst, damit die überhaupt freigeschaltet werden. Ach so. Möglicherweise, ich weiß es gerade auch nicht so genau. Sollen wir ein bisschen Holz holen? Ja, ich habe gerade 35% Temperatur bloß, deshalb. 50, ich riskiere alles hier. Er riskiert seine Glatze. Naja. Aua. Achso, da ist nur so. Fallbaum. Yeah, chop. Ein Woodlock mit zum ins Feuer werfen. Obwohl, wir haben noch 2 von 3. Wir können das Feuer eigentlich immer am Laufen halten hier, wie die olympische Flamme. Ja, soll sie ruhig. Das brennt, glaube ich, unendlich, oder? Nö. Du machst da 3 so Woodlocks rein und die verbrauchen sich halt mit der Zeit. Aha. Und dann musst du halt immer nachlegen, ne? Momentan würdest du halt sehen, da sind einmal Flints drin, zum Anmachen waren die. Und 2 von 3 Woodlocks. Aha. Ist auch noch irgendwas Cooles. Woodsticks. Cooles Geräusch, wenn du was zerklopst. Klack. Hier ist das zerfallen aus. Woodsticks kriegst du aus so Büschen, wenn du die zerklopst. Oder du kannst sie auch quarten aus Holz, aus Holzdingsen. Klötzen. Kommt man ja easy dran an den Kram, ne? Das ist ja eigentlich kein Problem. Meiner! Gerade hier am Anfang. Ach guck mal, sieht aus wie bei The Forest, ne? Das Bauen. Irgendwie schon, ja. Ich find das aber cool, wenn man sieht, wie sich das so nach und nach dann aufbaut. Ja, ich liebe sowas. Aber achte auf deine Temperaturanzeige. Man ist schon über 30. 33% habe ich. Sonne, wo bist du? Ich meine nicht, dass uns viel Wärme ist am Tag, aber ein bisschen langsamer geht schon runter. Ja. Boah, das sieht voll cool aus, das Bauen, ey. Guck, wie schnell wir sind, ey. Wir sind ja, das ist ja schon rekordverdächtig. Ja, unglaublich. Weil wir Hand in Hand arbeiten. Weil wir die Äxte nicht gegeneinander einsetzen, sondern füreinander. Was bei solchen Spielen sehr, sehr selten ist. So ist es nämlich. Wir sind Axtbrüder. Aber wir müssen aufpassen, nicht, dass wir die kaputt machen, die Axt. Dann hast du den Salat. Das wäre extrem
Mist. Weil die braucht schon so einige Items. Ja. Stippo. Sobald es Tag ist, haben wir auch bessere Chancen, mal so ein krasses Reh zu finden. Oh lol. Machen die. Es scheint. Zirkusholzpflöcke. Da kommt die Sonne, oder ist das der Mond, der nur aussieht wie eine Sonne? Ja, entweder kommt die Sonne oder der Mond geht. Eins von beiden könnte es sein, ne? Okay, boah. Wir brauchen nur noch Äste. Stimmt. Oh lol. Das hat mich nie gesammelt. Bären. Ich hab gerade. Frostberries. Was? Bären? Bären. Ah, ich erfriere. Ja. Oh, 7%. Ich riskier's noch. Zum Glück hört man den dann so. Ja, pusten so komisch. Und pusten, ja. Schnell. Das ist schon echt nice. Oh nein. Ich komm nicht weiter. Irgendwas Unsichtbares war im Weg. Was seid ihr? 3 Stück pro Wood. Nee, 2 Woodlocks macht 3 Woodsticks. Was ist denn das für eine Logik? Na egal. Einen brauchen wir noch. Ein. Ich muss da 6 Steine aufsammeln, aber dafür muss ich erstmal Stein finden, ey. Oh, die Sonne geht auf. Überall rum. Der Sonnenaufgang ist auch schön hier. Wie er bibbert, hörst du? Nee, meiner nicht mehr, der ist schon wieder ein bisschen. Hat sich den Arsch schon wieder ein bisschen gewärmt. Wieso liegt jetzt hier eine Axt? Hast du deine? Nee. Was? Welche Axt? Wo? Was? Du Diebstähler, du! Das war meine Axt. Ich hab nochmal weggeworfen hier. Mit G auch wieder, ne? Ja, okay, mit G. Ey, das sieht voll cool aus. Sieht ganz anders aus, oder? Das ist primitive Flint-Ex. Ja, die ist, glaube ich, ein bisschen besser als die, die du am Anfang hast. Als diese Crude Stone-Dings. Wie hast du die denn schon gemacht? Die lag da rum. Ich habe die nicht gemacht. Ich habe die nur nicht gesehen, dass er da lag. Hä? Die lag da einfach. Die lag da gerade aber nicht. Ich habe sie gerade erst gesehen. Verrückt! Vielleicht ist sie dir ja gerade erst aufgefallen. Vielleicht war sie ja beim Friseur und dank ihrer neuen Axtfrisur. Meinst du? Ja, könnte sein. Ist ja unrealistisch. Ich mache die letzten 4 rein. Unser Haus ist fertig. Da. Ja. Wir haben ein eigenes Haus. Boah, mit Tür. Mit Tür. Boah, ist das finster hier drin. Ja, das kann man jetzt eigentlich mittlerweile Lagerfeuer hier reinsetzen. Das wäre cool. Hier wird ein nicht kälter drin. Das ist schon mal angenehm. Nee, das speichert ein bisschen Wärme. Das ist ja einer der Hauptgründe. Und man kann es als Lager missbrauchen. Ja. Und man ist sicher hier drin. Wenn Wolf kommt, gehen wir hier rein und haben Angst. Ob der irgendwo... Oh, ja, das ist natürlich eine Option. Ja, Licht. Es werde Licht. Kleb mal an die Wand. Geht das überhaupt? Ich will es gerade versuchen, aber. Ich prügel das Haus nur. Ja, das solltest du nicht machen. Was wir hier reinstellen könnten. Irgendwann mal. Kann ja schon mal ein. Ach, das geht auch nicht. Na, dann stellen. Können wir es hier nehmen. Mann, ist das hier kuschelig. Was können wir noch bauen? Ich drücke mal K. Nee, gar nicht. Was sollen wir machen? B? Nee. Wo ging nochmal Quest? Guck mal, hier. Das könnte man hier hinbauen. Aber da müssen wir. Da muss ich dich dreimal töten leider für, weil das braucht 3 menschliche Schädel. Tut mir leid, aber ne, du oder ich. Er zieht die Waffe. Ching. Es wird Tag. Boah, vor allem, wie das klingt, ne? Als würde er so Excalibur aus der Scheide ziehen und er hat immer nur so einen Steinachsel. Das ist quasi ein Savepoint hier. Den kann man hinsetzen und sich dran rubbeln. Und dann kommt man immer hier raus. Also wir spawnen dann nicht irgendwo an einen dieser Spawnpunkte am Strand, sondern immer definitiv an diesem Rubbelpunkt. Okay, aber wie kommen wir an Schädel dran? Ja, da hier gibt es Skelette. Die sind halt, nicht ganz so tot, wie sie sein sollten. Und wir können ihnen den Rest geben. Und dann haben wir einen Schädel. Okay. Einziger Nachteil dabei ist, man kann Schädel nicht stacken. Das heißt, 3 Schädel nehmen 3 Inventarplätze weg. Aber, was du alles bauen kannst hier. Boah, das werden wir in diesem Video schaffen. Das wird schwierig. In diesem Video, sag. Heute der große Savage Lands Marathon, Leute. Holzkruzifix. Atemlos durch die Nacht. Ja, hat sich bestimmt, da kam bestimmt auch wieder viel Neues dazu. Weiß ja gar nicht. Guck auch mal rein. Longbow, der ist noch verschlossen bei mir. Boah. Crimscrums ohne Ende, ey. Banner auf irgendwas. Nö, da hat sich nicht viel getan, das kenne ich alle schon. Town Hall dauert halt ewig zum Beispiel, aber da hast du die beste Temperatur drin. Okay. Angeblich. Repair in 1067 Tage. Das sein, dass die jetzt zerfallen mit der Zeit und du die öfter reparieren musst? Ich habe keine Ahnung. Das wie mache ich dann Licht hier drin? Das ist so unwohnlich. Gar nicht, wir wohnen in der Finsternis. Hm. Mit einer PlayStation, ich will ja auch schlafen können hier drin. Und zum PlayStation schlafen, 4. Ja, na, das reicht doch als Lichtquelle dann, oder? Ein Monitor? Dann kann ich mich kopfüber von der Decke hängen und mein Gesicht mit meinen Lederflughäuten verdecken. Und dann wird geschlafen. Oh, das Spiel, das wird uns noch fertig machen. Kämpfen oder so? Oh, cool. Wieso kann ich das nicht?
Doch. Hallo Sonne. Boah, wie geil das aussieht. Guck mal, hier, richtig schick. Gruß an die Sonne. Da ist also, die Sache. Man hat gesagt, wie war denn das? Um von einem Ende der Map zum anderen Ende der Map zu rennen, braucht man irgendwie... Was war denn das? Eine Stunde oder sowas? Stunde 20, glaube ich, waren das. Das ist aber fast Also die ist halt echt groß. Die ist halt auf so einer Karte. Ich habe so eine Karte gehabt, die ist in Raster unterteilt gewesen. Und jedes Raster war in Laufweg angegeben. Also das war keine Distanz, sondern das war so groß wie der Weg, den du in 5 Minuten durchsprinten zurücklegen kannst oder sowas. Das hatte halt einfach, keine Ahnung, 40 Raster oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Oh Gott, wir müssen aber mal loslegen, wir müssen ein paar Tiere jagen, würde ich sagen. Wir brauchen auf jeden Fall, also ich kann noch einmal Happer machen. Ja, aber wir brauchen auch Leder und so einen Spaß. Genau, richtig. Hirsche müssen wir jagen. Aber da müssen wir mal gucken. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen Hirsch kriegen. So. Wozu es zieht. Da kommt ja, das ist ja grausam. Schön, dass sich die Häuser mittlerweile anpassen. Das finde ich gut. Früher hätte das geschwoben. Guck mal, ich habe eine Fackel auf den Boden geworfen. Ja, so geht's auch. Schau rein. Man muss schon kreativ sein, ne? Ja. Jetzt fackelt am besten das Haus ab. Ja. Das haben wir aber wirklich rubbel die Katz gebaut, ne? Aber weißt du, was du vergessen hast? Das ist ja auch nur so klein. Was denn? Fenster. Die will ich nicht. Wir haben keine Fenster. Das sind ja, könntest du hier... Fenster sind grundsätzlich Schwachstellen, ja? Du hast das bei Herr der Ringe, die zwei Türme gesehen. Achtung, Spoiler-Alarm, ne? Die perfekte Festung. Und man hat sich für einen Abfluss entschieden. Ja, das war ein Fehler. Ja, sehr sinnvoll vor allen Dingen. Ja. Okay, sollen wir mal ein bisschen weiter... Oh, wollte ich gar nicht aufnehmen. Weiter reinrennen? Einfach mal rein, ne? Ich renne jetzt mal der Sonne entgegen. Okay, wo bist du? Sonne entgegen. Hier, ich hüpfe. Ja, ich sehe dich. Hallo. Zu zweit sind wir stark. Hallo. Welche Aufnahmelänge willst du so pro Folge? Ich wollte gerade sagen, 21 Minuten sind übrigens schon wieder so rum. Ich würde sagen 20, 25? 25 ist eine gute Zeit. 25 ist eine gute Zeit. Ich erfriere. Da haben die Leute auch was von. Ja. Und das ist vor allen Dingen hier ja auch so. Ich meine, gut, dieses Hütchen, da ging jetzt schnell. Ja, sobald wir erstmal bei den Dingern sind, die dann Steine und so ein Shit brauchen, geht's nicht mehr ganz so fix. Okay, mein Marker ist weg. Ja, das ist gut. Endlich mal. Ja, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo mein Zuhause ist. Das werde ich nie wieder finden. Naja, einfach umdrehen zum Meer rennen und dann nach links. Oder rechts, je nachdem. Oder einmal um die Insel rum. Weil ist ja eine Insel, auf der die hier sind. Tatsächlich. Die Insel von Lost. Ist ja mal gar nichts, was ist los? Ich werde mal richtig langsam gerade. Ey, da sind Hütten. Ist schon so ein Dorf? Ja, hier ist was. Oh Gott, nicht, dass da was wohnt. Nee, das sind doch Steine. Nein, das sind Hütten. Da fliegt der Drache wieder. Hier. Apple Components. Hier ist ein Campfire. Ach, da drüben. Ein roter Apfel. Ich habe einen roten Apfel gefunden. Mm. Aber sonst ist hier nichts. Roter Apfel. Was ein roter. Ach so, ein kleines Lager. Das könnte man eigentlich, aber ich habe kein Holz mehr genug dafür. Brauchen wir jetzt nicht. Ne? Wir erfrieren ja im Augenblick nicht so wirklich. Also Nacht starten ist scheiße. Ey, das ist ein Hirsch. Ah, alles klar. Warte, nicht ransprinten, die sind empfindlich, die Viecher. Du kannst, wenn du Steuerung gedrückt hältst, kannst du dich schleichen, ein bisschen. Mhm. Und das Problem an den Viechern ist halt, wenn man ransprintet, merken sie einen schnell, dann kann man vielleicht noch einen Schlag landen, wenn es gut läuft. Ja, ich habe schon mal eingejagt, das ist sehr... Die brauchen halt drei, und teilweise sind sie dann schon... Könnte versuchen, ihn abzufangen, wenn du ihn mal haust. Zu dem Zwecke gehe ich mal nach hier. Von da hinten kommt ein Wolf. Und noch ein Hirsch. Der will bestimmt auch den Hirsch haben. So. Ich glaube, der hat mich gesehen. Wow, sehr schnell. Da kommt ein Wolf auf mich zu. Oder, Papi! Oder. Hilf dich! Oh. Boah, so Gott, schnell. Der Wolf! Jetzt haut er mich. Das war's mit der Wölfchen. Aha. Was hat er denn? Loot. Oh, ich kann nicht looten. Fleisch. Ja, weil ich gerade dran bin, glaube ich. Ein Knochen und ein Pelz. Dann ist der Hirsch wieder. Boah, der ist so schnell. Wie so ein Flinkvieh, ey. Er rennt weg. Er hat mich durchgehört, durch Gebüsch. Wir sind überall welche. Ich höre so von überall grunzen die Viecher. Ich auch. Rexviecher. Wir werden sie liegen. Das ist schön, wenn du irgendwann mal so ein Schwert hast. Ne? Da kannst du einfach drauf zustürmen und einmal voll ins Gesicht hauen und dann sind sie kaputt. Es kommt Schnee. Dann gibt's Hirschragout. Direkt klein geschnetzelt. Ich schleiche mich an.
Naturgeschnetzelt. Handgranaten, Mann. Oh ja, das wäre doch mal. Mhm. So, den mache ich noch platt hier und dann machen wir ein Päuschen. Ich werde dich beobachten. Lauf! Komm, ja, ich hab ihn. Jawohl. Was gab's denn da drin? Lecker also, Fleisch? Leder müsste haben. Leder einmal, dieses Seil und ein Knochen. Cool, dann könnten wir uns noch eine Axt bauen jetzt. Woo, gut. Wofür auch immer, wir haben ja eigentlich noch eine. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Schnitt, ne? Wir machen einen kleinen Schnitt in den Daumen, dann bluten wir. So. Ja, ich sage meinen Leuten mal, Savage Land. Savage Land. Land. Das. Ihr Land. Wisst, ihr kennt den Titel alle. Denn ihr habt für ihn gewotet, ihr habt ihn euch gewünscht, ihr habt lange drauf gewartet. Jetzt ist er da mit einem 3-2-1 Spieler. Cooler Typ, Leute, der macht übrigens krass ins Zeug wie Überlebenszeug aller Art, 7 Days to Die, ne? Subnautica. Tauchen und Sachen bauen und oh Gott, du hast so viel. Jetzt Game Guru hast du noch. Aha. Und eine Menge. Mission Lufttaxi. Was mache ich so nebenbei, nur Spaß. Ja, läuft auf jeden Fall. Also wenn ihr euch für Simulatoren und Survival und so weiter interessiert, reinschauen. Ja, lohnt sich immer. Genauso wie beim lieben Schlaraffen-LP. Da müsst ihr auch reinschauen. Aber der macht ja nichts. Aber bist ja verlinkt. Du bist ja verlinkt in der Beschreibung. Die finden ja, dich schon. Naja, das ist ja selbstverständlich. Ah. Das erwähne ich schon gar nicht mehr, das wissen die Leute. Okay. Tschüss. Hau da rein.